Einen kleinen Abstecher vom Hauptweg, weil wir schneller aus dem Touriland raus wollten, gibt es hier einen wesentlichen Warnhinweis. Achtung, Baumfällarbeiten, Bibergebiet. Mal gucken, was da auf dem Schild noch so draufsteht. Tja, Biber sind streng geschützte Wildtiere, ja, in Bayern nicht so. Und Ente. Wenn Ente gut, alles gut. Das heißt, heute wird ein guter Wandertag, weil Ente. Ne? Ja. Und vor meinem inneren Auge lese ich, was? Wieso steht da Zusammenfassung? Wo ist die Langfassung? Ja, die ist auf Patreon, ne? Weil ich habe da ja diese olle Patreon-Seite, ja, ist ganz furchtbar und das macht mich selbstverständlich auch zu einem unglaublich schlechten Mensch, der jetzt außerdem auch noch anfängt, Sachen zu produzieren, was ich bisher auch gemacht habe, das habt ihr noch nicht gemerkt, die nicht auf regulär YouTube erscheinen, sondern nur dem, na sagen wir mal, speziellen Publikum vorbehalten bleiben. Ne? Und das ist jetzt halt auch beim Westweg der Fall. Ihr kriegt hier eine Kurzfassung, damit ihr ein bisschen was gesehen habt und damit der ganze Westweg dann irgendwie halbwegs grafisch dargestellt worden ist. Und das muss euch dann entweder reichen oder, naja, die Alternative ist, glaube ich, selbst erklärt. Aber ja, es geht halt nicht anders. Ich muss halt irgendwie schauen, wie ich meine Zeit so verwende, dass ich möglichst alle einigermaßen glücklich mache. Und das heißt, diejenigen, von denen ich lebe, die kommen zuerst und die anderen, die kommen danach. Das ist hoffentlich irgendwie so ein bisschen nachvollziehbar, weil von Gratis-Content allein kann ich halt meine Brötchen bzw. meine Schnitzel nicht bezahlen. Das ist eigentlich ein ideales Beispiel für Kadaververjüngung, also die kleine Mini-Fichte da oben drauf. Das ist was, für Fichte spezialisiert ist. Die wächst unglaublich gerne, insbesondere die Bergfichte. Und wir nähern uns hier ja wirklich dem natürlichen Fichtenwald, also dem richtigen. Deswegen sieht der auch vergleichsweise schön aus, weil es hier halt eben fast schon echt hingehört. Und kein so ein hässlicher Forstfichtenwald, sondern, also das kann man hier, wenn man da mal ein bisschen in die Gegend filmt, ganz schön erkennen, dass das wirklich schon ein relativ schöner Fichtenwald ist. Also im hohen Südschwarzwald gehört sie dann schon richtig hin, die liebe Fichte. Noch sind wir vielleicht ein Ticken niedrig, aber es ist fast schon richtig. Ja, und jedenfalls die Strategie, die dieser Kadaververjüngung da zugrunde liegt, ist einfach, wenn du da oben stehst und der Schnee taut, dann taut er da zuerst. Und das kann gerade hier oben halt wirklich Wochen Entwicklungsvorsprung bedeuten zu denen, die da unten irgendwo stehen. Das bringt schon wirklich was. Der Haken, wohin mit den Wurzeln, ne? Das wird dann halt schwierig. Dann entwickelst du irgendeine seltsame Art von Wurzel, irgendwas, dass sie sich dann halt darunter arbeiten oder sonst wie mit den Wurzeln, weil wahrscheinlich wächst das Bäumchen schneller, als der Stumpf vermodert. Und das gibt irgendwas Instabiles. Also besonders alt werden die im Regelfall nicht. Aber immerhin kommen sie überhaupt hoch. Das ist ja auch wieder so eine Sache. Bei einer Fichte hast du eine Chance von etwa 1 zu 10.000 ungefähr, dass aus einem Samen tatsächlich ein junges Bäumchen wird. Also ein altes Bäumchen wird. Ein halbwegs altes Bäumchen. Irgendwas, was in der Lage ist, sich zu reproduzieren. Oh, nach einer kurzen Pause stellt sich jetzt die wesentliche Frage. Dieser See da, mal abgesehen davon, dass diverse lecker schmeckende Fische drin sind, stellt sich wirklich die elementare Frage, wozu gibt es da einen gemauerten Steinring? Wozu? Was grenzt der hier ab? Kann mir das irgendjemand erklären? Ich bin jetzt schon wirklich eine ganze Weile am Rumrätseln, beziehungsweise wir eigentlich. Und so wirklich gute Erklärungen ergibt sich noch nicht. Bisher gibt es drei plausible Erklärungen, ne? Plausibel in Anführungszeichen. A, Kinderplanschbecken. Wasserstand warten, bis er reduziert ist und dann können da Kinder drin planschen. B, altes Relikt aus dem Mittelalter, das inzwischen geflutet wurde. Und C, das ist ein Gehweg für den Angler, der sich nicht allzu nasse Füße holen möchte und gerne weit in den See vordringen möchte, um Fliegenfischen zu gehen. Und dann läuft er auf diesen Steinen entlang. Ja, also wer das mir erklären kann, der bekommt ganz viel digitales Dankeschön, Lob und Anerkennung und so ein Zeug. Im Übrigen gar nicht mal so unschön hier.
So, wir haben jetzt noch, ich glaube, 5, ein paar zerquetschte bis zum Feldberggipfel. Das schaffen wir auf jeden Fall noch. Und dann werden wir uns hinterm Feldberggipfel für heute auch irgendwie häuslich niederlassen. Hier gibt es jetzt so ein kleines Hütlein, so die Hälfte der Hütte. Könnt ihr gucken, ohne dass Leute ins Bild geraten, die da nicht rein sollen. Haha. jedenfalls wollte ich noch hier mal ein kleines Feuerstellen-Review machen. Hier haben wir eine Feuerstelle. Was an dieser Feuerstelle ist gut? Hat jemand eine Idee? Ich persönlich würde sagen, nichts. Und hier haben wir noch eine zweite Feuerstelle. Positive Dinge an dieser Feuerstelle? Keine. Der Scheiß ist, jetzt habe ich aus Versehen schon dieses weiße Zeug hier am Boden gefilmt. Eigentlich war ja mein Plan, dass ich noch irgendwas Schönes erzähle von wegen, oh, der Frühling, oh, irgendwie so ein Blödsinn, ne? Und dann möglichst dann in so ein Schneefeld reindappel. Und so tue, als wäre ich es wahnsinnig überrascht. Selbstverständlich kann man schon länger auf dem Feldberggipfel sehen, dass durchaus auch bereits ziemlich unterhalb vom Gipfel noch eine geschlossene Schneedecke zu sehen ist. Ich bin mal wirklich gespannt, wie es da oben aussieht. Worüber ich auch gespannt bin, beziehungsweise wir, ob wir heute Abend noch irgendwo hinkommen, wo kein Schnee mehr ist. Geplant war nämlich eigentlich keine Schneeübernachtung. Ich zum Beispiel habe keinen einzigen Pullover dabei. Ich habe lediglich noch mein olles Fjellrävenhemd, das man eventuell schon kennt, weil ich das dauernd anhabe. Und sonst muss ich meine Regenjacke anziehen und das war's. T-Shirt, Fjellrävenhemd, Regenjacke, mehr habe ich an Oberbekleidung gar nicht dabei, um mich entsprechend warm zu halten. Also ich habe gerade ein Déjà-vu. Ne? An meinem ersten Tag auf dem Kungsleden in Schweden, das Video habt ihr hoffentlich gesehen, gibt es so eine Stelle, da stelle ich fest, ja, das ist ein Weg. Jetzt bin ich in meinem Schwarzwald, mehr oder weniger vor der Haustür, also nicht ganz, ne? Südschwarzwald ist schon ein Stückchen weit weg von mir, und stelle fest, ja, das ist ein Weg. Man beachte, hier liegt noch so ein ganz kleines bisschen Schnee rum, stellenweise so ganz, ganz unwesentlich. Ne? Der schmilzt ja jetzt. Also sämtlicher Boden, der nicht aus Schnee besteht, besteht aus Wasser. Auch da hinten. Schön zu sehen. Ah. Und das Lustige ist, hier ist auch, also wir sind bisher die ganze Zeit über den Schnee gestapft, habe ich jetzt nicht so ganz dokumentiert. Man kann da hinten erahnen, du brauchst gar nicht ausweichen, du bist nicht im Bild. Wie dem auch sei, jedenfalls kann man da hinten erahnen, dass es dann auch nochmal weiter über Schnee geht. Also macht Spaß irgendwie, aber ja, man kommt halt nicht so schnell vorwärts. Eigentlich war meinem Hirn geplant, ja okay, jetzt ist eine gute Zeit, den Westweg zu laufen. Jetzt gibt's noch genügend Wasser. Mhm. Oh. Und es ist auch noch nicht so heiß. Mhm. Wobei unten im Tal sollen heute 27 Grad sein. Das ist schon ein schöner Tag. Knalle Sonne und alles. Es ist auch nicht kalt, aber so richtig knalle warm ist sie jetzt auch nicht unbedingt. Also man muss sich schon bewegen, wenn man in T-Shirt unterwegs sein möchte. Also, dieser scheiß Westweg, der macht mich echt fertig. Jedes Mal ist irgendein Hindern. Irgendwas ist immer. Entweder ist alles total zugeschneit oder später Schnee oder zu kein Wasser, zu viel Sommer. Ah. Ja, aber wie gesagt, macht schon Spaß. Und es ist ja jetzt nur hier auf der Höhe. Wenn man dann wieder tiefer kommt, dann sollte auch Schluss mit Winter sein. Finden die versteckten Vorteile im Schnee. Zum Beispiel, Stöcke lassen sich problemlos deponieren und fallen nicht um, wenn man sie abgestellt hat. Haha, sehr praktisch. Äußerst praktisch. Eigentlich nur gut, so ein Schnee. Es ist einfach lächerlich. Verflixt nochmal. Wir haben, wie viel das heute? 19. April? Die Wegfindung gestaltet sich manchmal auch durchaus etwas abenteuerlich und dann gibt es so Löcher im Schnee. Und die Bäume knarzen. Aber sonst schön ruhig. Es sind komischerweise keine Touristen unterwegs. Das ist eigenartig. Warum zum Geier? Jedes Mal, wenn ich auf dem scheiß Westweg unterwegs bin, ist hier kein Mensch. Aha. Es ist doch zum Kotzen.
Ah, was ist das? Ich will da nicht hoch. Ah, das sieht ja krass aus. Also Leute, das ist derartig magisch hier, also großes Wort, aber das ist wirklich derartig schön. Überhaupt kein Mensch, keine Sau wagt es hier rumzustapfen, ja, ist auch sau anstrengend, aber derartig schön. Da hinten gab es, jetzt bin ich gerade eingebrochen, da hinten gab es so einen wunderbar eingeschnittenen kleinen Bach, überall plätschert es, überall ist entweder still oder der Wind ist in der Ferne zu hören. Das ist mal toll hier. Und das mit dieser Schneemauer. Meine Fresse. Ich bin begeistert. Wir sind jetzt hoffentlich dann demnächst irgendwo mal wo wir nicht mehr ganz so viel hochstapfen müssen. Sieht aber, wenn man sich da um die Kurve guckt, sieht das jetzt langsam mal ganz gut aus. Oben auf dem Gipfel, lustigerweise die Südseite, ist schon schneefrei. Hier dient natürlich auch noch der Wald als zusätzlicher Isolator, dass auch ja der Schnee schön lange liegen bleibt, weil die Sonne kommt ja wirklich so gut wie gar nicht auf den Boden mit dem ganzen Schatten. Also wir haben Hoffnung, wir haben Hoffnung. Befindet. Dann gibt es hier auch wichtige Regeln, die man einhalten muss für ein friedliches Miteinander. Und dafür haben die hier so ein Schild aufgehängt. Wichtig, Punkt 2. Halte stets einen Abstand, Punkt 1, Entschuldigung, hier. Halte zu anderen Besuchern einen ausreichenden Sicherheitsabstand von 50 Metern. Ja, schauen wir mal. Hallo! Andere Besucher! Geil! Ah, schön! Ja, ne? Der Feldberg halt. Der ist halt der Feldberg. Also ich muss sagen, wenn kein Mensch oben ist und alles noch so halb eingeschneit, dann hat er schon was. Da hat er definitiv was. Ansonsten, wenn dann die ganzen Touris oben stehen, finde ich den eigentlich gar nicht so beeindruckend. Ich glaube, ihr habt mich ja schon mal irgendwo ein bisschen, naja, verächtlich ist zu viel gesagt, aber leicht kritisch zum Feldberg geäußert. Rein botanisch, naturwissenschaftlich ist das Ding natürlich auch hochinteressant, aber jetzt habe ich keine Zeit mehr, jetzt ist der Rundumblick gleich vorbei und deswegen kann ich das jetzt leider gerade nicht erklären, aber in der langen Version gibt es das. Tada! Lecker Nudeln gibt es mit was ist das? Parmesan? Ja, ja. Und du hast da in irgendeiner Form noch eine wie Sahnesoße oder sowas? Oder? Ja, ein bisschen Sahne mit drin, ein bisschen Tomatenpüree. Ui, und theoretisch gibt es auch noch Brokkoli. Aber ich krieg eine Portion ohne. Ja. Das ist total nett. Bin ich begeistert. Mit nur ein bisschen Fleisch dazu. So. Hat sie gerade gesagt, es gibt noch ein bisschen Fleisch dazu? Es gibt ein bisschen Fleisch dazu. Boah, wie luxuriös ist das denn? Dann ist die kalte Nacht auch nicht so sehr das Problem, glaube ich. Glaube ich. Hoffe ich. Morgen pennen wir mindestens 300 Meter tiefer. Oh ja. Beschlossen. Mindestens. Also raus aus dem Schnee vor allen Dingen auch. Ja. Gute Nacht. Das ist so die Aussicht am Morgen. Ist jetzt nicht so spektakulär, aber ihr habt ja den Sonnenuntergang gestern gesehen. Also die Aussicht für den Sonnenuntergang, die ist da gleich. Sobald man da hochläuft, dann hat man da die schöne Aussicht. Dafür war man hier etwas besser geschützt. So, wir sind wieder unterwegs. Es offenbart sich relativ kurz nach Start dieser Ausblick hier.
Und das da hinten ist nochmal der Feldberg. Gut, dass man da heute nicht nochmal drauf hoch muss. Upp. Noch nicht ganz geklärt ist, wo wir heute hin wollen. Wir schauen mal, wie weit wir kommen. Der Bällchen wäre der nächste vernünftige Berg. Das Dumme ist, nochmal auf hoher Höhe übernachten haben wir keine Lust. Das heißt, entweder müssen wir vor dem Bällchen Schluss machen. Das sind so 19 Kilometer oder was, glaube ich. Konnte hinkommen, oder? Ja. Allerdings vor dem Bällchen Anstieg ist jetzt auch nicht so super niedrig. Ist jetzt niedriger als hier, aber ja, mal gucken, wie es ausschaut. Haben die größte Baumliege der Welt gefunden. Ja, wie cool ist das denn? Hier einmal Schild. Wer es lesen möchte, der drückt jetzt bitte Pause. Ich lasse es nämlich jetzt nicht so lange im Bild. Und so sieht das Ding aus. Besonders lustig, diese kleinen Treppen, die da jeweils hochführen. Das ist ja cool. So lange sind wir zwar noch nicht unterwegs, aber da muss man ja. Das geht ja nicht anders. Da muss man. Das ist Pflicht. So, Päuse im Bächlein. Wasservorräte aufgefüllt. So zum Bächlein-Check. Das ist keine Quelle, wo der da jetzt rauskommt. Ne? Das ist ein Rohr von da hinten. Aber über den gesamten Verlauf vom Bächlein, den wir jetzt gesehen haben, sieht das sehr, sehr, sehr gut aus. Es gibt keinerlei Anzeichen, die irgendwie dagegen sprechen würden, dass es sich um Trinkwasser handelt. Es fließt auch schön schnell. Also gehen wir es mal kurz durch. Hohe Fließgeschwindigkeit, schon mal super. Gibt schon mal keine Cyanobakterien. Oberhalb irgendwelche Viehweiden, ja, das kann man nicht hundertprozentig ausschließen. Aber das, was hier jetzt rausläuft, ist zu allergrößten Teilen Schneeschmelzwasser. Und der kann eigentlich kaum durch irgendwelche Viehfäkalien kontaminiert sein. Wenn da doch was drin sein sollte, würde ich auf jeden Fall sagen, in so geringen Mengen, dass es auf jeden Fall nicht schädlich ist. Das vergisst man ja gerne bei der Frage der Wasseraufbereitung bzw. bei der Wassereinstufung. Man sucht nicht steriles Wasser, man sucht bloß Wasser, in dem wenig genug Keime zum Trinken drin sind. Ne? Steril muss das nicht sein, hat nie jemand gesagt, dass es das sein sollte. Ne? So, riecht nicht komisch, schmeckt nicht komisch, ist super klar. Also wirklich nichts auszusetzen, irgendwelchen Schaum am Wasser findet man auch nicht. Wenn dann doch da ein bisschen was wäre, dann wären es wahrscheinlich eh nur Saporine. Aber es ist überhaupt nichts da, also überhaupt keine Anzeichen dafür, weshalb das kein Trinkwasser sein sollte. Ein bisschen größer könnte das Bächlein noch sein vielleicht. So, und die zweite Sache, die ich Ihnen noch kurz erzählen wollte. Was wir hier haben, ist ein durchaus sehr naturnaher Fichtenwald. Überwiegend Fichtenwald, weil das da, ja, da, keine Fichte. Ne? Sieht man daran, dass keine Nadel dran. Stattdessen grüne, dicke, fette Knospen, Bergahorn. Und das ist durchaus ganz typisch. Der Bergahorn gehört nämlich in so einen noch nicht ganz oben Fichtenwald auf jeden Fall definitiv mit rein. Ist so eine Begleitbaumart, sorgt dafür, dass der Bergfichtenwald immer auch einen gewissen Mischwaldcharakter hat, bis auf ganz oben. Ganz oben ist wirklich nur noch Fichte, aber hier gehört auf jeden Fall auch noch eine Ladung Bergahorn mit rein. Auch dort theoretisch noch ein paar für andere Sachen unter Umständen. Man kann auch noch ein paar Tannen, sollte man eigentlich noch erwarten dürfen. Die sind hier aber alle rausgefällt. Beziehungsweise man findet nur ganz selten mal welche. Im Südschwarzwald wohlgemerkt. Im Nordschwarzwald sieht das anders aus. Da haben wir reichlich Tanne. Aber wir sind halt ein bisschen niedriger. Ja, also das ist also ganz typisch. Gerade auch so am Bach, dass da dann eben azonal aufgrund ein bisschen anderer Bodenbedingungen da dann noch mal ein bisschen andere Baumarten rumstehen und da ist der Bergahorn dann etwas besser angepasst als die Fichte. Unter Umständen muss auch nicht immer so sein. Aber ja, jetzt haben wir es gesehen und jetzt können wir weiterlaufen, weil sonst kriege ich Dresche, wenn es jetzt bald nicht weitergeht. Ah, hier habe ich noch eine schöne Flechte gefunden. Das ist hier eine Krustenflechte vermutlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Das ist die Oberseite, das ist die Unterseite. Ja, die kommen hier auch relativ häufig vor. Die gibt's an Steinen, die gibt's an Hölzern, sie liegen auch oft auf dem Boden, weil sie halt eben von Stein oder nur Holz runtergefallen sind. Irgendwas damit tun kann man nicht. Ist also nutzloses Wissen mal wieder. Völlig nutzloses Zeug. Man kann manche Flechten ja tatsächlich essen und die enthalten ein ganz paar Kalorien. Lecker sind sie dann trotzdem nicht. Dieses Zeug ist wirklich, glaube ich, vollkommen nutzlos für unser eins. Nochmal kurz zur Erinnerung, Flechte, eine Symbiose aus Pilz und Pflanze, beziehungsweise ganz viel Pilz, alles was ihr hier seht, ist eigentlich Pilzmaterial und im Inneren dieser grauen Seite, nicht die schwarze Seite, die graue Seite, die nach oben gehört, schmeißt doch weg, da befinden sich halt eben
assimilierte Pflanzenzellen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Meistens sind es Algen, es können aber auch Cyanobakterien sein. Das sind also schon streng genommen keine Pflanzen, sondern eigentlich immer noch Bakterien. Aber die Photosynthese können. Ne? Das heißt, der Pilz hält sich als Sklaven mehr oder weniger Pflanzenzellen, die für ihn Photosynthese betreiben und ihn dann mit dem entsprechenden Zucker, der dabei rumkommt, versorgen. Dafür bietet er den Pflanzenzellen allerdings schönen Schutz und sie können so an Stellen leben, wo sie sonst nur natürlicherweise auch nicht vorkommen würden. Also zum Beispiel an so einer Baumrinde klebend, weil gerade so eine Alge, ne, das ist ja eigentlich was, was im Wasser vorkommt und nicht irgendwo in der Luft am Baum. Ne, mit der Flechte funktioniert das. Also eine Flechte besteht immer aus mindestens zwei Organismen, die zusammen eine Lebensgemeinschaft bilden. Es ist also immer eine WG, wenn man so möchte. Jo. Jetzt finde ich aber, glaube ich, sonst nichts Interessantes mehr. Außer ein Blick in den Kochtopf. Kochtopf. Tada! Die Frage zu klären, was aus dem leeren Topf geworden ist. Also hier haben wir entsprechend Söschen. Das ist genial, das kannte ich auch noch nicht. Wenn man Zwiebeln hat, sie aber nicht anbraten kann, weil man kein Öl hat oder Fett oder sonst was, um die Zwiebeln anzubraten, dann schmeißt man am besten erst Landjäger in den Topf, wenn man Landjäger hat. Der Landjäger fettet dann den Topf und dann schmeißt man die Zwiebeln hinterher. Oder Salami, ja, ist ja egal. Irgend sowas in der Richtung. Und dann hat man auch was zum Zwiebeln anbraten. Und dann kann man sich eine entsprechende Tomatenzwiebeln, in diesem Fall Landjägersoße, zurecht zimmern. Ne? Was haben wir da an so Gewürzen drin? So alles Mögliche. Ne? Verschiedene Kräuter, verschiedene Paprika, Pfeffersalz. Ja. Und das sind halt eben so dreifarbige hier, diese Dinger da. Tortellini Tricolore. Pasta. Schmeckt lecker. Laberst du auch noch was? Nö, das ist nur Bildaufnahme. Ich meine, dass die Sonne untergeht, das brauche ich jetzt niemandem erzählen, glaube ich. Schaut mal, so schaut's aus, wenn die Sonne untergeht. Dann wird es ganz rot am Himmel und nachher wird es dunkel. Mhm. Dunkel ist, kommen der Mond und die Sterne. Und der Nachtgrab. Und der grabt euch dann. Und wir trauen uns trotzdem ohne Dach im Wald zu schlafen. Mhm. Ohne Taub aufgebaut zu haben. Zeit für den Morgenreport. Guten Morgen. Diesmal Nacht war nicht ganz so kalt. Genau genommen gar nicht. Also so sehr angenehm eigentlich von den Temperaturen her. Wenn man daheim pennen würde, und dann könnte man auf jeden Fall die ganze Nacht das Fenster offen lassen und hätte eine sehr schöne Nacht. So hat jetzt zugegebenerweise noch im Hemd, wie man hier an meinem Arm sieht, aber auch nur dem einen Hemd und ein T-Shirt und Hose habe ich noch anbehalten, weil ich nicht auf Nummer sicher gehen wollte, wäre wahrscheinlich gar nicht unbedingt notwendig gewesen. Habe ich jetzt ganz gut übernachtet im Tropen. Da ist er angenehm, ne? Wenn man innerhalb vom Komfortbereich von dem Ding bleibt, ist das wirklich ein ganz angenehmer Schlafsack, einfach aufgrund der hohen Wasserdampfdurchlässigkeit. Dass man also, auch wenn man vielleicht ein kleines bisschen zu viel anhat, nicht so sehr im eigenen Saft liegt und immer ein schön trockenes Schlafgefühl hat. Das ist wirklich ganz angenehm. Das Dumme ist nur, diesmal habe ich gut geschlafen und man hat mir gerade mitgeteilt, ich habe Herrn Reh verpasst. Herr Reh kam hier vorbei und war ganz nah am Lager wohl und man hat ihn wunderbar sehen können, weil es schon hell genug war. Und Herr Reh hat uns nicht gesehen und ist erst, nachdem er dann uns bemerkt hat, abgehauen. Scheiße, ne? Und zwei Eichhörnchen waren da und ein Hasenartiger. Das ist natürlich schade, aber dafür habe ich diesmal gut geschlafen. Das heißt, heute gehe ich davon aus, dass ich nicht total abstinken werde beim Versuch, auf ein Bällchen zu kommen und auf den blauen und auf die ganzen Dinger dazwischen. Und deswegen bin ich jetzt guter Dinge und werde mich jetzt mal dem allgemeinen Druck, dass ich gefälligst aufstehen soll, beugen und das dann auch mal in die Tat umsetzen. So. Wenn man übrigens ohne Tarp pennt, ne, also so unter freiem Himmel, da der Wetterbericht wirklich auf hervorragend steht, bis einschließlich Samstag, egal, ich weiß eh nicht, was für ein Wochentag ist, jedenfalls haben wir gesagt, machen wir ohne Tarp, haben wir diesen Blick, die ganze Nacht. Nachts mit Sternen, tags mit Bäumen,
Ja gut, wobei man die Nachtbäume auch nachts erkennen kann. Ne? Aber ja, ich bin noch nicht ganz wach. jedenfalls, ne, das ist doch mal was. Das sieht doch toll aus. Ja, tut es. Genau. Mhm. Ja, eben sage ich noch, Aufstiegbällchen, wirklich sehr, sehr schön. Ja, und jetzt hier dieser Anblick. Ne? Also das ist schon, das entschädigt einen auch für die durchaus vorhandenen Höhenmeter, die man hier zurücklegt. Schöne Aussicht. Vom Gipfel soll auch ein bisschen ziemlich toll sein. Also nach dem, was ich so gehört habe von Leuten, die sich hier auskennen, der Bällchen, der schönste Gipfel. Also vom Ausblick her, wenn man alles sieht. Feldberg, du kannst in die Weite gucken, in alle Richtungen, ganz toll. Aber irgendwas fehlt, so von der Aussicht her. Ne? Und hier haben wir vom Bällchen her wahrscheinlich sogar nochmal, naja, mal gucken, wenn man oben ist. Aber das sieht ja schon mal sehr vielversprechend aus. Ich versuche hier jetzt, leider mit ein bisschen Wackelkamera, zu dokumentieren, dass so ein natürlicher Fichtenwald, ne, sowas wie hier jetzt, ja durchaus ein schöner Wald ist. Also rein von der Optik her. Da kann die Fichte nichts dafür, dass sie im Flachland halt als diese furchtbaren Forste angepflanzt wird. Im Grunde ein richtiger schöner Bergfichtenwald, mit noch so Felsen drin. Und gerade auch wenn da noch ein bisschen Schnee da ist zwischendurch, das ist ja was sehr Schönes optisch. Da gibt es ja kaum was zu nörgeln. Die Wege sehen hier übrigens die meiste Zeit so aus wie hier, dass ihr das auch mal gesehen habt. Den Schnee müsstet ihr euch je nach Jahreszeit halt wegdenken. Wichtiger Hinweis, ne? Im Winter, also im richtigen Winter, ist das alles hier ohne Schneeschuhe nicht begehbar. Mit Sicherheit nicht, keine Chance. Vielleicht so ein Bällchenaufstieg, dass da so viele Leute, Wahnsinnige, im Lauf des Winters langlatschen, dass der Schnee ganz gut festgetrampelt ist, dass man dann auch durchkommt. Aber dann ist auch wichtig, gerade wenn es noch in den Schnee geht, dass man ein entsprechendes Schuhwerk anhat. Ich mit meinen Alpinstiefeln habe hier zum Beispiel jetzt überhaupt keine Schwierigkeiten in so einem Schneefeld. Wenn man da mit Sportschuhen drüber will, dann sieht die Situation nochmal anders aus. Ja, so viel dazu. Auch nochmal wunderbar hier oben ist, man hat einfach ein ganz anderes Gipfelgefühl. Bei der Feldberggipfel, das ist ja dieses Riesenplateau, da fehlt einfach dieser richtige Gipfel. Das habe ich zwar eben schon gesagt, aber ich möchte das nochmal dringend betonen, dass man ein ganz anderes Gefühl auf dem Gipfel zu sein hat, wenn man A, nach einem steilen Anstieg wirklich auf einem Gipfel ankommt und nicht auf einem riesigen Plateau, wo man sich dann noch den mühsam den höchsten Punkt raussucht und dann davon ausgehen darf, dass das der Gipfel irgendwie sein soll. Und zweitens, ich persönlich finde es auch vorteilhaft, wenn nicht noch Türme oben draufstehen, weil die auch irgendwie nicht das Gefühl vermitteln, man ist jetzt oben, sondern es gibt ja theoretisch noch einen höheren Punkt. So hat man echt das Gefühl, man ist ganz oben und man sieht in weiter Entfernung, weiterem Umfeld nichts, was höher ist, gefühlt. Der Feldberg ist ja höher, aber das sieht man zumindest nicht von hier. Ich denke, das spielt schon eine gewisse Rolle, also für mich, so vom Gefühl her. Und mit dem schönen Anstieg von den 350 steilen Metern, die man hier hochkraxelt, ja, dieses Gipfelgefühl eben. Also Bällchen besteigen, tipptopp, das ist sicherlich auch eins der Highlights auf dem Westweg, definitiv, definitiv. Aber jetzt machen wir mal ein bisschen Abstiegdokumentation. Also Abstieg vom Bällchen Richtung Blauen, das ist schon eine steile Angelegenheit. Es gibt stellenweise, hier gibt es jetzt komischerweise aus irgendwelchen Gründen Geländer, das brauche jetzt selbst ich nicht, egal. Jedenfalls, es gibt schon zwischendrin so Abschnitte. Leute mit extremer Höhenangst könnten da echt schon Probleme kriegen. Meine reicht, dass ich mich stellenweise ein bisschen unwohl fühle, aber keineswegs irgendwie gefährlich oder irgendwie so, dass ich keinen Spaß dran hätte, hier lang zu laufen. So weit geht's dann auch nicht. Ich habe es euch, glaube ich, vielleicht schon mal erzählt. Ich sage es aber sicherheitshalber nochmal. Meine Höhenangst bezieht sich vor allen Dingen auf irgendwelche Gemäuer, solche Bergwege, ne, die in Millionen Jahre altes Felsgestein sozusagen ausgelatscht sind. Da habe ich eigentlich schon großes Vertrauen drin. Solange es jetzt trocken ist, wäre das jetzt eine Angelegenheit mit jede Menge Wasser und alles schön feucht, dann sieht das nochmal anders aus. Und es wirkt für mich natürlich auch durchaus positiv, dass ich Stöcke dabei habe, auch wenn ich sie jetzt gerade nur rudimentär benutze.
weil hier jetzt auch nicht die ganz krasse Stelle ist. Die ganz krassen Stellen werdet ihr deshalb auch nicht gefilmt kriegen, weil da benutze ich meine Stöcke lieber. Das ist es mir dann doch nicht wert. Ja, macht Spaß der Abstieg. Macht mir sehr viel Spaß. Schaut euch das mal an. Das ist doch toll. Also das sieht hier wirklich großartig aus. Ich glaube, ich habe einen neuen Lieblingsberg. Sowohl Aufstieg als auch Abstieg, Bällchen und der Gipfel selber. Alles sehr, sehr, sehr schön. Sehr, sehr spaßig. Wirklich sehr. Oh, es gibt auch immer mal wieder ein paar Hindernisse, die auf dem Weg liegen, wo man dann erstmal rüberkommen muss. Bisher war noch nichts Unüberwindbares dabei. Ja, das da ist schon so ein bisschen. Ne? Da muss ich auf jeden Fall die Kamera wegpacken. Und dann drehen wir nachher noch ein bisschen weiter. So, also nächster Buckel. Also jetzt habe ich schon ein Weilchen nicht mehr gefilmt. Aber trotzdem, das da hinten hier ist der Bällchen. Ne? Da hinten das Kahle mit dem Schnee, das ist der Feldberg. Und ja, und das ist hier die aktuelle Aussicht. So, es gibt mehrere gute Nachrichten. Gute Nachricht Nummer 1, die Waschaktion heute Morgen hat für einen guten Sitz meines Bartes gesorgt. Entschuldigung. Gute Nachricht Nummer 2, wir haben gerade einen kleinen Einkehr vollzogen, weil wir gerade die Gelegenheit dazu hatten und sind da extrem lange geblieben. Aber das macht nichts, weil es ist auch nicht mehr so weit. Es sind noch 8,5 Kilometer oder 8 oder irgend sowas stand da hinten auf dem Schild. Und dann müssen wir noch 2 Kilometerchen kurz den Berg runterrollen und dann sind wir auch an unserem Rastplatz. Und morgen ist eh nicht so weit und übermorgen noch viel weniger weit. Also das ist alles alles zu schaffen und heute kriegen wir das auch noch hin, auch wenn es heute vielleicht ein kleines bisschen später wird, bis wir ankommen, weil wir jetzt Dinge im Bauch haben, die mitgetragen werden müssen. In meinem Fall 2 leckere Schnitzel und eine Portion Pommes und ein Salat, also die ungesunden Teile vom Salat, die gesunden Teile habe ich weitergereicht. Läuft. Und durch das Schnitzel habe ich jetzt natürlich, werde ich von elementaren Kräften angetrieben, weil nichts gibt so viel Kraft wie Schnitzel. Denn wenn man Fleisch plattklopft und paniert, dann wird seine verborgene Macht aktiviert, müsst ihr wissen. Nebendran hat jemand Spaß. Also Schnitzel ist echt, die Macht von Schnitzel darf niemals missachtet werden. So, hier nochmal der Bällchen, da hinten, da, ja. Und da ich schon in meiner unendlichen Bösartigkeit die Aussicht vom Bällchen nicht so richtig jetzt hier eingebaut habe, er soll ja auch nicht allzu lang werden, muss auch ein bisschen kürzen, hier die vollständige Aussicht vom Blauen, vom Turm. Wie ist Ben auf den Turm gekommen? Ganz einfach, gar nicht. Ben hat seine Kameradrohne, also seine zweibeinige Bio-Kameradrohne entsprechend auf den Turm geschickt, um diese Aufnahmen hier zu machen. Leider halt ein bisschen diesig da Richtung Markgräflerland. Sonst ist das sicherlich ein toller Blick darüber nach Basel und so weiter. Aber ich denke, so ist es auch schon durchaus ein Anblick. Der lohnt sich. Doch, ja. Also selbst wenn man... Ja, doch. Tada! Das ist hier die Hütte, in der wir zu nächtigen gedenken, also beziehungsweise nicht unbedingt in der Hütte, vielleicht auch davor, da sind wir uns gerade noch uneinig. Ich muss sagen, das ist die zweitluxuriöseste Hütte, die ich jemals in Deutschland gesehen habe. Man beachte, was gibt es an Inventar? Es gibt Kleiderhaken. Das klingt jetzt erstmal simpel, aber das ist schon was, ne? Und das da ist das Röttler Schloss übrigens, da kommen wir auch noch vorbei. Es gibt diverse schöne Gemälde, es gibt Fenster. Auch keine Selbstverständlichkeit und die kann man sogar zumachen oder auf. Irgendwelche Idioten waren der Meinung, was an die Wand schmieren zu müssen. Es gibt ein Regal, da kann man sogar kleine Kleinigkeiten hinterlassen. Ich glaube, das sind alte Gästebücher. Cool, da muss ich nachher noch reingucken. Es gibt ein reguläres Gästebuch bzw. Hüttenbuch, haben wir uns auch schon eingetragen. Und der Knüller ist, das muss ich euch jetzt nochmal zeigen, meine Mitreisende hat zwar gerade erst das Hüttenbuch wieder aufgehängt, aber ich muss es euch jetzt trotzdem kurz zeigen. Da hat sich nämlich auch, das finde ich wirklich lustig, der Markus eingetragen. Wo ist er? Der war ja, glaube ich, im März. Da ist er. Und gerade neulich, das war auch lustig, hat er nämlich ein Video hochgeladen, in dem er erklärt, dass er diesen Stempel als Luxusgegenstand auf seinen Touren mitschleppt, weil er so Hüttenbücher oder Gipfelbücher oder sonstige Bücher so gerne mag und sich da immer so gerne verewigt und das auch gerne zur Kommunikation mit anderen Wanderern nutzt. Das finde ich genial. Ich musste mich hier drunter auch noch irgendwie den Blödsinn drunter schreiben, den könnt ihr jetzt nicht lesen, weil der Lichtpunkt dazwischen ist, das ist Absicht. Also ganz toll. Das fand ich jetzt richtig lustig, dass hier der Markus noch darauf hinweist, dass es noch 33 Kilometer bis Basel sind.
Herrliche 33 Kilometer bis Basel. Ja, bis Basel wollen wir nicht mehr übrigens, aber trotzdem, danke Markus. Sehr cool, sehr cool. Ja, ansonsten, diese Hütte hat verdammt nochmal einen Ofen. Wie cool ist das denn? Das ist sicherlich jetzt nicht der Nonplusultra-Mega-Ultra-Ofen, aber hallo, es ist ein Ofen, das ist großartig. Man muss den natürlich noch richtig bedienen können. Irgendein Idiot hat gemeint, der Ofen raucht zu sehr. Hallo, jeder Ofen ist super. Gut, vielleicht raucht er deswegen so sehr, weil hier ein wenig das Röhrchen nicht mehr ganz geschlossen ist. Aber ja, gut, wir brauchen schon einen Ofen. Was ist das? Weiß ich nicht. Aber es gibt auch noch eine Wäscheleine. Hier liegt übrigens A, außerdem noch ein Kehrschaufel. B, gibt es einen gewissen Holzvorrat, auch draußen noch. Irgendjemand war der Meinung, dass es eine gute Idee wäre, hier ein bisschen Reisig zu lagern. Das ist natürlich Quatsch, aber gut gemeint. Da liegt sogar noch ein Messer rum. Oh, the cabin in the woods with knife. So, hier gibt es nichts mehr und das wäre die Hütte gewesen. Ich zeige immer noch ein bisschen die Umgebung. Hier links wird gekocht, da dürft ihr nicht hingucken. Das heißt, ihr dürft in den Topf gucken. Tada, nichts drin. Wer hätte das gedacht? Hier, Wasser. Ja, und ansonsten, da kann ich jetzt die Lampe wieder wegnehmen, gibt es da unten sogar noch einen offiziellen Grillplatz. Die Lichtverhältnisse werden langsam schlecht zum Filmen, deshalb nicht wundern. Ich wollte es euch nur mal ganz kurz gezeigt haben. Machen morgen früh noch einen kleinen Rundgang. Da hinten ist so eine interessante Doppeltanne. Und diese Tanne hier hat vermutlich Tannenkomplexkrankheit. Schade, die lebt nicht mehr lange. Und wie gesagt, der Rest morgen früh. Und aufgrund der Lichtverhältnisse würde ich mich für heute auch soweit verabschieden wollen. Sitzt der Bart noch? Ich glaube schon. Der neue Running Gag. Ja, jedenfalls würde ich mich für heute dann auch fast schon verabschieden wollen. Ihr seht, ich bin noch etwas röter als sonst. Ich bin nämlich ziemlich am Arsch. Sind wir jetzt aber beide. Wir haben auch ordentlich Strecke zurückgelegt. Was waren das? 22 Kilometer? Ist mir egal. Ist dir egal? Das heißt, es waren bestimmt 22 Kilometer. Ordentlich Höhenmeter, wirklich ordentlich Höhenmeter diesmal. Auch der Aufstieg da auf den Blauen, das war nochmal heftig. Mir hat es sehr großen Spaß gemacht. Insgesamt landschaftlich über die gesamte Strecke schon ein wirklich schöner Abschnitt. Schon ein wirklich schöner Abschnitt. Ich lass mich jetzt einfach mal darauf ein und sage, das ist der landschaftlich schönste Abschnitt des Westwegs. Sehr angenehm auch zu laufen, wirklich sehr schöne Abschnitte, die man einfach da macht es einfach Spaß durchzulaufen. Macht wirklich Freude. Es ist halt eben nicht ganz kurz. Diese Hütte hier, die findet ihr als allererstes, also die allererste Hütte hinterm Blauen, wenn man vom Blauen runterkommt. Das Ding ist nicht zu übersehen. Ist auch, denke ich, jetzt kein solcher Insider-Tipp, dass ich mich strafbar mache, wenn ich die Existenz dieser Hütte mit Ofen, die verschließbar ist und logischerweise damit auch für Winterübernachtungen ein wenig einladend ist. Dass ich das jetzt verrate, ist, denke ich, nicht weiter überraschend, ne? Weil das Ding liegt direkt am Westweg. Die findet man auch so, ohne dass ich da jetzt meinen Teil dazu beitrage. Ja, weitere Erkundungen morgen früh. Nachher gibt es noch einen Topf, Blick in den Kochtopf, selbstverständlich, traditionell. Wo wir genau pennen, ob wir beide schlafen wir wahrscheinlich nicht in der Hütte. Hier ist mir egal, neigt dazu. Oh, den Blick hättet ihr sehen sollen. Ist mir egal, neigt jedenfalls dazu, da drüben an der Feuerstelle zu nächtigen und sich da mitten ins Rondell zu knallen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich da anschließe. Nein. Falls ihr das macht, dann nehme ich voraussichtlich diese Bank. Wenn sie das nicht macht, will sie diese Bank haben. Deswegen sagt sie gerade F. Und wenn sie doch diese Bank da hinten haben will, dann werfe ich sie heute Nacht runter. Und dann nehme ich die. Mal. Also, ich soll das Essen dokumentieren. Dieses Zeug hier, was Ben niemals anrühren würde, vorher geht er in den Wald und holt sich Cambium von der nächsten halbtoten Fichte, wie nennt sich das? Kartoffelbrei mediterraner Art. Ja, genau. Und das hier, das ist die Ben-Variante. Das enthält weniger von dem ganzen Müll und viel mehr Salami, Kartoffelbrei und lecker Gewürze und ein bisschen Parmesankäse. Also fein. Und im Gegensatz zu dem anderen, das wir nie wieder beim Namen nennen werden, außer Anne, sehe ich nichts mehr.
Ja, jedenfalls essen wir jetzt und ich wünsche dann später vielleicht, wenn ich dran denke, noch eine gute Nacht, nachdem sich auch die Schlafplatzfrage im Übrigen geklärt hat. Das Coole ist, man kann seine Zuschauer relativ beliebig lange in ein Feuer glotzen lassen. Ja, gut, das ist eh schön. Ich meine, wir hocken auch einfach da und glotzen in dem Feuer. Natürlich. Merken Sie das, wenn du das auf Endlosschleife stellst? Ja. Nein. Ja, und hier habe ich nochmal den Rundumblick von der Sausenburg für euch. Also, den habe natürlich nicht ich gefilmt, weil ich sitze im Burghof, wie man sieht. Das heißt, das mobile Kamerastativ mit Drohnenfunktion macht die Aufnahmen hier von uns. Namens ist mir egal. Herzliche Grüße an dieser Stelle. Ja, und da hinten haben wir halt eben das wunderschöne Markgräflerland, die Toskana Deutschlands. Ja, da ist schon so schön, dass man eigentlich fast nur verächtlich sich dazu äußern kann, weil es da so übertrieben schön ist. Das ist ja inflationär, das geht ja nicht. Ja, und da hinten, also das Bergchen mit dem Turm, das ist dann nochmal der Blauen, den man da nochmal sehen kann. Die südliche Westwegroute geht halt über Feldberg, Belchen, Blauen, runter ins Markgräflerland und wer mag, kann dann noch bis Basel reinlatschen. Ich habe am Rötler Schloss Schluss gemacht und zum Rötler Schloss gab es ja bereits ein Video und deswegen möchte ich an dieser Stelle schließen, wünsche euch auch viel Spaß auf dem Westweg, wenn ihr da auch mal langkommt und der südliche Abschnitt ist mit Abstand der schönste. Also für mich persönlich, meine eigene Wahrnehmung. Ja, guten Weg oder wie man so schön, irgend sowas. Macht's gut.